Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen Tag. Apple News, wir starten zwar mit der nächsten Review, der nächsten Vorstellung. Und zwar geht es dieses Mal um ein iPhone 5S Reparaturkit. Wie das Ganze so aussieht, seht ihr hier an der Stelle natürlich schon mal. Wenn ihr die sogenannten Spider-Apps bei euch installiert habt, also das Display einige Bruchstellen hat, trotzdem aber noch funktioniert und ihr das Ganze mal austauschen wollt, gibt es so ein kleines Gerät. Das gibt es in verschiedenen Farboptionen für die Black, White und Black Edition, also in den verschiedenen 5, 5, 5 SS oder 5C Modellen. Und da ist ein iPhone 5S Screen drin. Das ist eine ziemlich coole Sache, weil das Ganze hier eigentlich schon vorgebaut ist. Jetzt habe ich es genau ins Nasse reingelegt, sehe ich gerade, der macht nichts. Vorgebaut ist, dass man bloß noch die wichtigsten Schritte machen muss zur Screen-Reparatur. Und das Ganze möglichst kostengünstig, kostet unter 50 Euro. Und ich habe das Ganze für einen Kumpel mal bestellt und ich dachte, wir werfen nochmal einen Blick rein, wie das Ganze so aussieht. So, schauen wir mal. Als erstes muss ja erstmal ganz kurz die Handysocke möglichst viel Feuchtigkeit aufnehmen. Das gehört natürlich nicht dazu, aber wir schauen mal rein. So, wir haben hier Spezialwerkzeug, eine Anleitung und den Screen an sich selber sowie eine Displayschutzfolie, die gleichzeitig mitgeliefert wird, was ziemlich praktisch ist. So, der Screen, da ist das gute Gerät. Ich habe noch nie ein iPhone besessen. Das ist sozusagen jetzt hier der erste iPhone 5 Screen, den ich hier in der Hand halte. So sieht das kleine Gerät aus. Oben die Aussparung, nee, halt, Moment. Unten die Aussparung für die Home-Taste und das schöne IPS-Display bzw. Retina-Display. Und hier oben die Aussparung für alle möglichen Sachen. Vorne noch eine Displayschutzfolie drauf und die wichtigsten Anschlüsse sind hier die beiden, damit das Ganze auch schön leuchtet. Hier so eine Art QR-Code, was auch immer das ist, keine Ahnung. Das ultraflache Design finde ich schon mal sehr praktisch, weil das hier für die White Edition ist. Er hat halt die White Edition von dem iPhone 5S und wollte das Ganze natürlich mal anbringen. So, im Endeffekt braucht er das Ganze jetzt hier dann bloß auseinanderschrauben mit dieser Hilfe von Artikeln, die mitgeliefert werden. Das heißt, wenn ihr Probleme habt damit, ist so ein kleines Set definitiv zu empfehlen. Verschiedenes kleines Spielzeug, um das Smartphone zu öffnen. Sollte man vielleicht vorher sich eine Anleitung durchlesen, weil ansonsten weiß man nicht, wie das Ganze ist. Aber hier, das ist zum Beispiel so eine Art Hebel, damit man das Gehäuse auseinanderhebeln kann. Oder auch in die spitzen Ecken oder mit der Spitze in die kleinen Ecken reinzukommen. Dann hier die passenden Schraubendreher und dieses kleine Ding hier, was man auch dafür nehmen kann, um die SIM-Karten natürlich rauszuholen. Eigentlich kann man dafür auch eine Nadel nehmen, aber das wird hier halt immer nochmal extra angeboten an der Stelle. Macht er mir gar nicht scharf. Doch jetzt. Also eigentlich wie so eine Nadel. Dann noch Spezialwerkzeug, welches hinten also so zum Drehen direkt ist. Dann haben wir hier einmal einen Mini-Schraubenzieher für die kleinen Schlitzschrauben. Nee, ein Kreuzschlitz ist das, sehe ich gerade, keine Schlitzschraube. Und das hier ist so eine Art, tja, wie so eine Art Torx, würde ich mal fast sagen. Aber ganz, ganz fein gearbeitet. Und hier dieser normale Schlitzschraubenzieher. Praktisches kleines Gadget. Ist beides dabei. Mit Größe 1,5 und 0,8. Dann haben wir noch ein Reinigungstuch. Auch dabei. Und natürlich die Saugnäpfe. Wozu sind die? Um den alten Screen natürlich abzuziehen. Hier, ja, kommen wir das Ganze mal raus. Ja. Und hier, es ist kein Pleck drum für die Gitarre. Dafür kann man es hinterher auch noch verwenden. Aber das ist auch, um in die feinen Ecken reinzukommen, um die iPhone-Hülle nicht zu beschädigen. Halt das Ganze so zack zum Hochklicken. Und dann kann man zwei kleine Saugnäpfe nehmen auf den Screen und zieht das Ganze sozusagen hoch. Dafür sind die gedacht. Auch eine ziemlich praktische Sache. Wer dazu natürlich noch eine Anleitung braucht, wie das Ganze funktioniert, der findet das hier drin. Mal gucken, ob das wird nur in Englisch sein. Ja. So. Und hier ist alles drin, was man sich eigentlich nur vorstellen kann. Die Anleitung von Schritt A, B,
wie man die SIM-Karte rausnimmt. Dann, dass man hier mit Hilfe dieses blauen kleinen, welches ist denn das? Das hier. Ach ja, habe ich gar nicht gezeigt. Ist ja noch so einer. Um die ganz feinen Ecken erstmal rauszubekommen, wird dieses kleine Ding genommen, um halt den idealen Winkel zu haben. Mache ruhig nicht scharf. Jetzt da sozusagen einfach nur ein Eckenwinkel. Dann wird das Ganze hier hochgezogen mit Hilfe von Saugnäpfen und dann gleichzeitig geöffnet. Und dann muss man bloß noch die beiden Pin-Adapter voneinander trennen. Ich sage das so einfach. Ich habe es auch noch nie gemacht. Vielleicht werde ich es miterleben, vielleicht auch nicht. Vielleicht lässt das aber auch in der Werkstatt machen und hat sich bloß hier das Ding günstig bestellt. Ich weiß nicht, ob er sich da selber rantraut. Ich habe es mir auch, wie gesagt, noch nie angesehen. Auch noch nie ein Handy neuester Generation bisher auseinandergeschraubt, weil die liefen bisher alle ohne Probleme. So sieht das Ganze hier halt aus. Bis ins Detail alles geschildert. Das ist eine Bild-in-Bild-Anleitung. Da braucht man eigentlich kaum was zu lesen. Und wenn, dann ist es nicht viel Text in Englisch. Braucht man sich bloß den Bildern nach orientieren. Hier wird alles nochmal angeprangert, inklusive wie das Mikrofon wieder an- und abgeklemmt wird. Siehste. Überleg mal, das machen die da manchmal in China zuhauf, täglich mehrfach 1000, 10.000, ich weiß gar nicht wie viel, 100.000, 10.000 ist schon, 10.000 sind realistisch, denke ich mal. Irgendwoher muss ja die iPhone-Menge kommen, vielleicht machen sie auch noch mehr, ich weiß es gar nicht. In irgendwelchen kleinen Lagern, wo die Buden schon zusammenfallen. Aber hier kann man sich das Reparaturkit selbst bestellen. Wie gesagt, hier mit, ach, das ist sogar keine Folie, das ist sogar ein richtiges, ich sag mal ein relativ bruchsicheres Glas. Das kommt dann erstmal noch drauf und dann hat man alles dabei, was man braucht. Bruchsicheres Glas, neues Display und das ist alles gefixt. Mehr braucht man dafür nicht. Alles dabei, was man hier haben muss. Habe ich euch das an der Stelle auch mal gezeigt? Ich fand es bisher mal interessant, da ich mich mit diesem Thema noch gar nicht auseinandergesetzt habe. Aber iPhone 5S Reparaturkit, welcher Inhalt drin ist, habt ihr gesehen. Link ist in der Beschreibung und wir sehen uns wie immer bei der nächsten Review oder App-Review. Ich hoffe, dass ihr keine Spider-Apps habt. Ich hatte bisher auch noch nicht eine einzige und deswegen bis dahin auf Wiederschauen.